Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum FRM Regionalmagazin. In dieser Sendung möchten wir uns noch einmal mit der Windenergieanlage in Sadisdorf beschäftigen. Über den komplizierten Weg der Teile hier nach Sadisdorf haben wir ja schon berichtet. Und auch der Aufbau hielt einige Schwierigkeiten parat. Und darüber sprechen wir jetzt mit Mike Hoffmann von SaboWind. Also herzlich willkommen auf der Baustelle der SaboWind GmbH in Hennersdorf-Sadisdorf. Hier in unserer Windenergieanlage. Mittlerweile, die Teile haben alle den Weg hier hochgefunden ins Baugebiet. Wir haben einen Großteil der Teile mittlerweile montiert. Der Turm ist komplett fertig, es sind auch schon die Drehmomente gezogen, das Maschinenhaus ist aufgesetzt worden, der Triebstrang ist drin, die Narbe ist montiert und geplant war für heute, dass wir die Blätter anfangen zu montieren, vielleicht auch ein Stückchen weiterkommen, aber das große Problem auf einer Windbaustelle ist der Wind, den wir dann irgendwann ernten wollen. Aber wir können nur bei 6 Meter pro Sekunde oben an der Umlenkrolle, an der Kranspitze, bei der maximalen Windgeschwindigkeit überhaupt mit der Blattmontage beginnen. Deshalb liegen die Blätter unten, der Kranhaken ist oben und leider keine Montagetätigkeiten weiter. Wir sind auch trotz dieser windtechnisch sehr exponierten Lage noch sehr gut im Zeitplan. Eigentlich war geplant, dass zum letzten Wochenende, Anfang dieser Woche, die Anlagenmontage abgeschlossen werden kann. Wir haben zurzeit einen Windverzug hier drin von ca. 3 Tagen. Das ist noch im Bereich, was ohne weiteres gängig ist. Wir müssen schauen, das Wetter, die Vorhersage, sagt uns zurzeit nicht viel Gutes. Wir werden sehen, wir sind gespannt. Wir haben hier am Standort, wir bauen hier eine Anlage des Herstellers Nordex vom Typ N149. Wir haben hier eine Nabenhöhe von 125 Metern. Das Fundament hat im unteren Bereich, also im Sockel, einen Durchmesser von 23,6 Meter. In der Mitte haben wir 3,60 Meter Höhe ungefähr. Und es sind verbaut worden ca. 110 Tonnen Stahl und ungefähr 670 Kubikmeter Beton, was wir als Klotz unter dem Turm drunter haben. Wir haben einen sechsteiligen Turm, der aufeinander gestapelt ist bereits. Wie ich vorhin schon sagte, die Drehmomente gezogen sind. Das größte Turmsegment sind 35 Meter und hat auch das größte Gewicht eines Turmteiles sind 81 Tonnen. Das Maschinenhaus, was wir oben sehen, ohne den Triebstrang, ist ca. bei 60 Tonnen. Wir haben dann nochmal 60 Tonnen, was das Getriebe und der Triebstrang ist. Wir haben dann die Narbe mit ca. 30 Tonnen vorne angesetzt und jedes Blatt wird dann in Einzelmontage nochmal mit ca. 21,5 Tonnen dort oben dran montiert. Und wer jetzt ordentlich aufgepasst hat, kann sich das Gesamtgewicht gern hier nochmal zusammen addieren. In dem Turm haben wir unten im Turmfuß haben wir die Mittelspannungsschaltanlage, wo die Anbindung an das Kabel zu unserer Übergabestation in Schmiedeberg, was in diese Richtung ist, vollzogen. Dort unten ist auch der Anschlusspunkt, wo die Kommunikation für die Anlagensteuerung zum Netzbetreiber und natürlich auch zur Kontrolle zur SaboWind-Leitstelle durchgeführt wird oder die Daten abgenommen werden. Im Turm selber haben wir eine durchgehende verschraubte Leiter, die begangen werden kann mit entsprechenden Hilfsmaterialien, also entsprechenden Schutzausrüstung, Gurtzeug mit den entsprechenden Läufer. Und zusätzlich, was die ganze Sache dann ein bisschen erleichtert, ist ein kleiner Fahrstuhl, offiziell heißt es eine Aufstiegshilfe. Es ist ein Fahrstuhl für 2 Mann dort drin, die dann entsprechend ein bisschen beengt, dann aber deutlich entspannter auch die Fahrt in den Turm antreten können. Wenn man oben ist im Maschinenhaus, das ist vorinstalliert. Da kommt natürlich dann die ganze Feininstallation noch rein. Wir müssen ja das Getriebe mit dem Generator noch verbinden. Wir haben dann auch noch entsprechende
die Fahrmotoren, dass das Maschinenhaus sich im Azimut dreht, entsprechende Sachen oben zum Ausrichten, Wetterfühler, die ganze Wetterstation, die oben drauf ist, alles das muss oben entsprechend angeschlossen werden. Und auch hier, wenn man von unten schaut, das Maschinenhaus ist nicht allzu groß. Wer den Transport gesehen hat, hat dann doch schon gesehen, dass es ein Stückchen größer ist, als wenn man das halt von unten drunter stehend sich betrachtet. Ich habe nochmal kurz nachgeschaut, es sind rund 48 Quadratmeter, was die Innenfläche des Maschinenhauses ist. Also so groß hat manch einer nicht seine eigene Wohnstube. Kurz nach dem Gespräch mit Mike Hoffmann am 11. April legte sich der Wind und gegen 16 Uhr wurde mit der Montage der Flügel begonnen. Gegen 22 Uhr waren die Arbeiten unfallfrei abgeschlossen. Und wie lange wird die Anlage jetzt in Betrieb sein, Herr Hoffmann? Die Lebensdauer der Anlage ist erstmal mindestens 20 Jahre. Wir gehen davon aus, dass nochmal mindestens 2x5 Jahre das Weiterbetriebsgutachten erfolgreich ist, sodass man eigentlich von der Anlage ausgehen kann, dass die locker die 30 Jahre durchhält. Wir haben Anlagen bei uns auch im Altbestand, die ja schon teilweise an die 25, 30 Jahre rankommen. Bei uns in der Firma werden alle Wartungsintervalle eingehalten. A, müssen wir die, und natürlich ist das auch ein Qualitätskriterium bei uns. Und daher auch diese Anlagen, die ich auch hin und wieder mal mit besichtige, sind im sehr guten Zustand. Und auch hier kann ich mir vorstellen, dass die Anlage nach 30 Jahren eigentlich noch nicht so verschlissen ist, dass die unmittelbar zurückgebaut werden muss. Da vertraue ich einfach der Technik, die hier mittlerweile auch eingebaut wird. Liebe Zuschauer von FRM, ich stehe heute hier als Freitaler vor den Parksälen Diboldiswalde und darf Sie recht herzlich für den 25. April für 18 Uhr das Einlass in die Parksäle einladen zu einer Buchlesung mit Uwe Tellkamp. Und wir werden im Anschluss daran über das Buch rege diskutieren. Ungefähr 500 Leute passen hier rein. Der Eintritt ist kostenfrei. Das geht nach dem Windhundprinzip. Wer zuerst kommt, wird eingelassen, bis der Saal voll ist. Und dann sind natürlich aus Sicherheitsgründen die Türen zu schließen. Und das ist jetzt die Werbung für die Veranstaltung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn viele kommen. Und ich glaube auch, Uwe Tellkamp ist hier vor allem in der Region bekannt, weil er ist hier zur Schule gegangen. Also nicht vergessen, 25. April, Parksäle Diboldiswalde mit Uwe Tellkamp und Uwe Rumberg. Einlass ist 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen in Ihren Expert-Fachmärkten in Freital und Pirna. TV und Audio, Computer und Zubehör, Foto und Video, Telekom und Navigation, Haushalt und Küche, Gesundheit und Körperpflege, Film und Musik, Gaming und Spielwaren und natürlich den besten Service für unsere Kunden. Herzlich willkommen bei Expert in Freital und Pirna. Liebe Zuschauer, ich darf Sie einladen zu einem aktuellen Talk im Autohaus. Zu Gast sind Werner Buchauer und Dirk Massi. Beide sind im Kulturraum und Brauchtumspflege e.V. Der Werner Buchauer ist noch beim Dipser Musikantenclub. Und diese beiden zeichnen verantwortlich unter anderem für das kulturelle Leben in Dips und das schon seit 10 Jahren. Und wir wollen mal fragen, wie das dazu gekommen ist, dass ein Verein ein Stadtfest übernimmt, eine Seniorenweihnachtsfeier, und wie der Verein dasteht, wie die Nachwuchsgewinnung des Vereins ist. All das erfahren Sie jetzt beim Talk im Autohaus. Sie müssen natürlich dranbleiben. Und das Ganze sehen Sie 8.30 Uhr, 12.30 Uhr, 15.30 Uhr und 20.30 Uhr. Und natürlich nur bei FRM. Sehr schön, danke. Freuen Sie sich auch schon so auf den Sommer wie wir? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Das Autohaus Liliensig ist jetzt Vertragshändler für E-Roller von Dreams. Den Dreams Amalfi gibt es in einem schicken Retro-Design schon ab einer Finanzierungsrate von 59 Euro monatlich. Erleben Sie CO2-neutralen Fahrspaß und kostengünstige Mobilität und machen Sie einfach einen Termin für eine Probefahrt bei uns im Autohaus Liliensig in Diboldiswalde. Große Aktionswochen beim Pirna Möbelhandel.
Wir bieten Ihnen topmoderne Markenküchen, ab sofort auch mit dem Premium-Rundum-Sorglos-Paket. Sichern Sie sich jetzt eine Küche der Extraklasse zum halben Preis. Bei Kaufabschluss erhalten Sie von uns einen Warengutschein im Wert von 1.000 Euro geschenkt. Lieferung und Montage Ihres neuen Schmuckstücks packen wir gleich noch mit oben drauf. Und natürlich entsorgen wir auch Ihre alte Küche kostenfrei. Sie wollen Ihre neue Markenküche finanzieren? Bei uns kein Problem. Wir garantieren Ihnen eine 0% Finanzierung mit bis zu 24 Monaten Laufzeit. Schauen Sie vorbei im Pirnaer Möbelhandel an der Rottwörndorfer Straße 43, direkt im Einkaufszentrum Petz. Herzliche Einladung zum Frühlingsfest am 27. April von 9 bis 14 Uhr im Autohaus Siebeneicher. Es erwarten Sie neue Fahrzeuge wie der Suzuki Swift, der Subaru Impreza, der Subaru Crosstrek, der Isuzu D-Max und großartige Attraktionen für Groß und Klein, Kinderschminken, Luftballons, Hüpfburg, Fahrsimulatoren, Feines vom Grill, Probefahrten der gesamten Modellpalette und viele andere Überraschungen. Erleben Sie die Vorzüge von Subaru und Suzuki bei einer Probefahrt und profitieren Sie von unseren attraktiven Aktionsmodellen. Wir freuen uns auf Sie. Frühlingsfest am 27.04. 9 bis 14 Uhr in Ihrem Autohaus Siebeneicher in Dips, Gewerbegebiet Rheinholzhain. Fasten war in den letzten Wochen für viele ein großes Thema. Die Christen fasten 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostersonntag. Aber fasten kann man ja das ganze Jahr und auch die verschiedensten Dinge, wie zum Beispiel Handyfasten, Alkoholfasten, Nikotinfasten und was es alles noch so gibt. Und eine wichtige Sache ist auch das Basenfasten. Darüber wollen wir Sie jetzt etwas grundlegender informieren. Und ich freue mich, dass wir da zwei Experten gewinnen konnten. Einmal Sabine Wacker und Gerrit Curzio. Und ich schalte jetzt direkt ins Hotel Altes Zollhaus. Ja, herzlich willkommen im Alten Zollhaus. Ich freue mich, dass Sie wieder zuschauen. Und diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die Sabine Wacker vom Basenfasten. Das ist, die Päpstin aus Deutschland. Sie hat über 35 Bücher geschrieben und ist hier jetzt bei uns auch schon öfters gewesen. Und gerade heute freue ich mich ganz besonders, weil wir auch eine schöne Basenfastengruppe haben hier im Haus. Und Sabine, schön, dass du da bist. Hast eine nicht so lange Anreise gehabt aus Mannheim. Ja, war schon lang, aber habe ich gerne auf mich genommen. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Wir freuen uns sehr. Kannst du denn vielleicht mal ein bisschen was für unsere Zuschauer sagen über das Basenfasten, weil du es ja schon eine sehr, sehr lange Weile machst und bist sozusagen die Päpstin vom deutschen Basenfasten in Deutschland. Vom Basenfasten überhaupt. Genau. Ja. Deine Bücher wurden ja auch in mehreren Sprachen schon übersetzt. Genau, kannst du uns dazu was sagen? Auch gerade, was Basenfasten eigentlich ist. Ja, also das Basenfasten, eigentlich komme ich aus einem Hotel und ich habe ja dann Medizin studiert. Mhm. Das heißt also, auf der Grundlage meiner Praxisarbeit habe ich das Basenfasten entwickelt, weil ich einfach herausgefunden habe, allein Krankheiten zu behandeln, auch dann, wenn man sie naturheilkundlich behandeln möchte, reicht nicht aus, ohne die Ernährung mit ins Boot zu nehmen. Mhm. Und ich habe lange, lange danach gesucht. Da ich ja aus einem Hotel komme, bin ich natürlich mit ungesündestem Essen in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen. Mhm. Also das ist natürlich, damals war alles convenient und da war man stolz auf convenient. Ich sage dann wieder zurück zum Frischen und habe mir lange überlegt, was ist eigentlich das Optimale. Und die Überlegung ging dann in Richtung mal richtig fasten. Wir haben richtiges Fasten angeboten. Das bedeutet, wir essen gar nichts Festes. Wir haben also nur Getränke, 350 Kalorien. Gibt natürlich erstmal so ein bisschen einen Schock für den Stoffwechsel. Und da habe ich gemerkt, da ist dann der Umstieg in den Alltag, also das normale Leben, was wir uns alle als gesund vorstellen, aber es nicht hinbekommen, ist sehr schwer. Ja. Weil nach einer Woche nichts essen, machst du deinen Kühlschrank auf und denkst, oh mein Gott, was mache ich jetzt da? Und dann habe ich gedacht, wenn man in einer Woche, die man sich exklusiv Zeit nimmt, mal sagt, jetzt werde ich mal wirklich nur die Dinge essen, die gesund sind, bekanntermaßen gesund sind. Und wir wissen es ja alle. Weißt du, ist ja nicht so was? Ja. Zu viel Fleisch ist schlecht und was? Mhm. Zu viel Süßes ist schlecht. Mhm. Wir sind ja nicht erstaunt, wenn wir das sehen. Wir wissen es ja. Und da habe ich gedacht, das lassen wir jetzt mal eine Woche weg. Alles, ja? Und essen zwar, aber eben nur das, von dem wir wissen, dass es gesund ist.
und dass es immer so ein stiefmütterliches Dasein auf unserem Teller hat. Ja. Und das ist eben Obst und Gemüse. Genau. Ja. Am besten frisch gekocht. Und da kommt noch viel dazu. Keimlinge, frische Kräuter. Wir haben Nüsse dabei. Also wir haben schon auch Öle, die guten Öle kommen dazu. Wir haben also schon ein schönes Portfolio. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man so aus der Pasta, Pizza, Fleischwelt kommt, ne? Burger und Co., dann denkt man, oh mein Gott, was kriege ich denn jetzt zu essen? Aber wenn man das, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, dann merkt man, das ist wirklich toll. Mhm. Du hast es schon ein paar Mal gemacht? Ich habe es schon ein paar Mal gemacht und hast mich auch angesteckt, dass ich Basenfastenleiter geworden bin und führe auch mit Isabel Einsiedel hier ein paar Kurse durch. Das ist ja so, dass wir... Also wir bieten wochenweise auch die Kurse an, aber man kann auch das ganze Jahr zu uns kommen. Also jeder kann sich entscheiden, zu uns Basenfasten zu kommen. Die Anreise ist immer Sonntag und Mittwoch, natürlich mit Voranmeldung. Und dann bieten wir aber auch spezielle Wochen an. Und zum Beispiel in einer Woche Basenfasten, kannst du vielleicht mal auch erklären, dann kriegt der Gast so ein Booklet. Genau. Genau, das haben wir hier. Mhm. Und was haben wir da Schönes drin? Haben wir einmal, da ist ein Büchlein drin, ja. Genau, ich wollte vielleicht noch sagen, das Hotelkonzept kam ja später dazu. Ja. Wir haben uns kennengelernt, da hast du gerade Basenfasten gemacht, genau, weißt du noch? Das war in Sizilien, in deinem Hotel in Sizilien. Genau, kleine Episode, genau. Ich fange die Basenfastenwoche an und dann zwei Tage später kommt Sabine Wacker zu mir ins Hotel nach Sizilien und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und ich habe sie auch gleich erkannt und dann kamen wir gleich ins Gespräch. Und dann haben wir uns gleich geeinigt, dass wir hier im Zollhaus Basenfasten anbieten. Genau. Und so sind wir zusammengekommen. Wir haben also bei Basenfasten, Wacker-Methode, haben wir eben so um die 30 Hotels und ihr seid eines davon. Genau. Und das läuft ja auch sehr gut bei euch. Mhm. Und das Schöne ist eben in diesem Hotel, da wird eben, ihr habt euch sehr auf Yoga fokussiert, aber auch auf andere Begleitendes, also ein Rahmenprogramm bis hin zum Eisschwimmen. Nach dem Wim Hof, ihr habt ja alles hier im Angebot. Mhm. Und wer mal Basenfasten macht, kann es natürlich wunderbar zu Hause machen. Gar kein Problem, wenn da die Kinder und die Partner und die Haustiere und wer weiß ich alles mitmacht. Aber wenn du in ein Hotel gehst, dann hast du so eine richtige Auszeit vom Alltag. Das heißt also, im Hotel ist man wirklich mal ganz für sich, beschäftigt sich mit sich, schaut sich seine Essensgewohnheiten an. Das heißt, man wird in dieser Woche, was ich eben sagte, sich intensiv mit Essen auseinandersetzen. Und dafür gibt es immer für jeden Gast so ein Booklet, das wir zweimal im Jahr neu auflegen. Mhm. Denn Basenfasten macht man nicht nur einmal im Leben, das macht man bis zweimal im Jahr. Ja, so wie man Urlaub macht, ja auch nicht nur einmal im Leben Urlaub. Ne? Du brauchst immer wieder deine Auszeiten, dass du dich wieder so auf die Spur bringst eigentlich. Ne? Und da haben wir so ein Booklet und da steht natürlich drin, wie es funktioniert. Es gibt Raum zur Reflexion, es ist ein Tagebuch drin und wir haben da hinten ganz viele tolle, leckere, basische Rezepte, die teilweise auch aus unseren Hotels stammen. Ja? Und da hat der Gast quasi gleich eine Anregung für das Leben zu Hause. Wir haben ja auch unseren Online-Shop bei Wacker mit sehr vielen leckeren basischen Produkten. Auch da kann man sich was dazu kaufen, damit es auch im Alltag schnell gehen kann. Finde ich wirklich ganz toll. Ich habe sie, wie gesagt, auch schon selber gemacht. Und die das Gäste, war noch vor der Zeit. Genau, die Gäste, die auch hier sind, es ist halt ganz besonders hier bei uns. Warum? Weil wir eben auch eine schöne Umgebung haben. Die Leute werden nicht abgelenkt. Also sie gehen jetzt nicht über die Straße und bekommen dann sind auf irgendeiner Foodmeile, sondern sind hier einfach im Wald und können hier auch spazieren gehen, können sich relaxen. Wir haben einen Gast zum Beispiel da, der hat seinen Hund dabei und der ist sowas von glücklich, dass er hier im tiefsten Walde, wir wissen ja, Erzgebirge ist wunderbar und das war die ganzen Wälder, man riecht die frische Luft und wir sind hier auf 800 Höhenmeter und deswegen auch ganz besonders hier die Gegend. Ja. Ja, das ist schon was sehr Besonderes. Also es ist ja so, es dreht sich beim Basenfasten eigentlich alles um das Essen. Aber im Grunde ist es ein Gesamtpaket. Denn wenn wir uns ungesund ernähren, haben wir in der Regel eine insgesamt ungesunde Lebensweise. Wir bewegen uns zu wenig, wir kümmern uns zu wenig um die Prävention von Krankheit. Ja. Also mein Ziel war ja immer, erstmal gar nicht krank werden, sondern so leben und essen und trinken, dass wir gesund bleiben. Und da gehört natürlich auch dazu mein Miteinander, wie ich mit anderen Menschen zusammen bin. Es
Es gehört dazu, wie ich mich bewege. Es gehört dazu, was ich esse natürlich, wie oft ich das esse, zu welcher Uhrzeit ich auch esse. Also da gibt es ja so ganz viele Dinge, die wir im Alltag so schludern lassen, weil wir sagen, jetzt mal eben so zwischendurch. Und das ist eigentlich das, was uns auf Dauer ungesund, also krank werden lässt. Und es ist natürlich auch das, was uns in uns Stress erzeugt. Wir haben natürlich in der heutigen Zeit ein Riesenthema, was Stress angeht. Einmal durch die ganzen politischen Verhältnisse, die wir aktuell auf diesem Planeten haben, und andererseits durch die wirtschaftlichen, die sich teilweise bedingen, und natürlich auch durch die beruflichen Geschichten. Stress, den man hat in der Arbeit, Stress, den man hat zu Hause, Zeitmangel. Und da herauszufinden, wie kann ich das alles handeln im Alltag. Dafür brauchst du eine Auszeit, in der du erstmal wieder zu dir kommst. Also, und da ist Yoga, Meditation, alles mega gut dazu. Also dein Bewusstsein wieder stärken. Genau. Und kannst du uns mal sagen vielleicht, was uns in der Woche erwartet, in so einer Basenfastenwoche? Also da ist zum Beispiel der Leberwickel dabei. Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also es geht natürlich ums Essen. Das heißt, beim Basenfasten gibt es 3 Mahlzeiten am Tag: Frühstück, Mittag, Abendessen. Und im Hotel gibt es sogar 2 Gänge, also beim Mittag- und Abendessen. Wir haben natürlich ein Rahmenprogramm, und innerhalb dieses Rahmenprogramms gibt es Leberwickel, denn wir wollen ja den ganzen Körper entlasten. Und dieses Entlasten fängt natürlich an, mit Leber Galleproduktion anzuregen, damit die Verdauung gut läuft. Dann gibt es Basenbäder, die helfen, Ausscheidung über die Haut zu fördern. Also hier in unserem Fall, Entschuldigung, haben wir hauptsächlich Fußbäder. Ja, richtig? Das ist aber auch in Ordnung. Ja, genau. Also es gibt Basenbäder, gibt es als Fußbäder und als Vollbäder. Und ich finde sogar, dass die Fußbäder effektiver sind, in der Tat. Also das Vollbad ist natürlich so ein rundum tolles Feeling auf der Haut und fühlt sich so richtig eingepampert. Aber wenn du ein Fußbad machst, es ist wie bei der Fußreflexzonenmassage, da hast du natürlich viel mehr effektive Wirkung. Wenn du eine Fußreflexzonenmassage hast oder eine Rückenmassage, wird dir die Fußreflex mehr bringen, weil sie auf sämtliche Regionen des Körpers eingeht. Ne? Genau. Und insofern, das ist dabei, dann ist ein Bewegungsprogramm dabei, bei euch meistens Yoga. Ja. Ihr habt 2 Naturbadeteiche, also wer will, kann auch jetzt im Winter daraus, ne? Klar. Du leidest Sommer, an. Genau, das mache ich sehr gerne. Genau. Und man kann natürlich auch sagen, oh Mann, ich bin so fertig, ich habe so viel Stress gehabt, lasst mich bitte mit eurem ganzen Programm in Ruhe. Ich mache meinen Leberwickel nach dem Essen, ich lege mich in die, ich mache mein Fußbad und dann ist aber gut, den Rest Sauna und Schlafen und noch nicht einmal lesen. Genau. Was ich dringend empfehle, ist diese kleinen Foltergeräte, die man auch Handy nennt, auf die Seite zu legen. Weil ich weiß, im Beruf, ich habe es auch ständig bei mir. Jeder arbeitet am Laptop. Ich bin jetzt mit dem Zug hierher gefahren. Es war nicht eine einzige Person in dem Zug, und der Zug war voll, der ohne Tablet oder Notebook oder Handy war. Auch die kleinen Kinder nicht. Und ich dachte, boah, das ist schon eine krasse Welt. Ne? Also klar, im Berufsalltag brauchst du es, ich brauche es, aber wenn ich doch eine Auszeit mache, das ist so eine Ablenkung. Wir werden so aus unserer Mitte geworfen, mit Werbung, mit Nachrichten. Wirklich mal sich auf sich besinnen, Yoga machen, Meditation. Wer bin ich eigentlich? Und wenn du das am Ende der Woche rauskriegst, ach, ich habe ja ein eigenes Bauchgefühl. Ich muss ja gar nicht immer lesen, was ich essen soll. Ich habe gemerkt, mir tut die Kartoffelsuppe gut. Also dann bist du der Gewinner der Woche. Genau. Ja, genau. Klar, zum Beispiel Kaffee darf man ja nicht trinken. Den Fehler habe ich zum Beispiel am Anfang gemacht, dass ich... Sizilianer ist ja klaro. Den Kaffee habe ich dann natürlich ausgesetzt. Und wenn man, man muss aufpassen, man kann auch sehr leicht Kopfschmerzen davon bekommen vom Kaffee. Genau, das wenn du dann aufhörst. Meine, es ist ja so, Kaffee ist ja nachweislich kein Suchterzeugungsmittel, obwohl wir alle süchtig nach Kaffee sind. Das stimmt. Aber also es wurden keine, wissenschaftlich gesehen, keine Faktoren für Sucht gefunden. Aber
es wurden wissenschaftliche Nachweise für den Kaffeeentzug, also für den Koffeinentzug gefunden. Okay. Ja. Das sind genaue biochemische, inzwischen bekannte Vorgänge, die erzeugen einen Koffeinentzug. Und deswegen hast du in den ersten drei Tagen in aller Regel entweder Kopfweh oder der Kreislauf macht schlapp oder du fühlst dich so Matschbanana. Ne? Und wenn die drei Tage vorbei sind, ist eigentlich alles easy. Genau. Selten, dass jemand länger leidet. Vielleicht, wenn du so eine Migräne hinten dran hast oder so. Ne? Aber dann hast du ja schon etwas. Ja. Aber so als normaler Europäer und mit einem ein bis x Tassen Kaffee am Tag, ist es eigentlich nach drei Tagen durch. Ja. Und dann merkst du plötzlich, du fühlst dich viel freier. Ja. Kennst du das Gefühl? Ja, natürlich. Es ist verrückt, gell? Ja, es ist Wahnsinn, wie man sich nach der Woche Basenfasten fühlt. Und das will ich auch unseren Zuschauern sagen, wenn sie mal Lust haben, Basen zu fasten, hier bei uns im alten Zollhaus, dann kommen Sie doch gerne vorbei, schreiben uns eine Mail oder rufen Sie uns einfach an. Oder auch gerne gehen Sie auf den Sabine Wacker Shop oder auf die Sabine Wacker Seite. Und dort sind auch andere Hotels zum Anschein, also zum Sehen. Und Sie können dort auswählen, wohin Sie gehen möchten. Es ist in ganz Deutschland verteilt. Du hast vorhin gesagt, über 30 Hotels sind es mittlerweile. Es sind 30 Hotels, genau. Österreich, Schweiz, Südtirol und Deutschland. Ja, genau. Genau, dann schauen Sie einfach rein und suchen sich Ihr Basenfastenwoche aus. Bei uns, wie gesagt, können Sie jeden Tag Basenfasten. Wir bieten das ganze Jahr an und haben aber auch Spezialwochen, die Sie auf unserer Webseite sehen können. Also vielen Dank und Sabine, vielen Dank für das Gespräch. Und wir freuen uns, dass du dann wieder zu uns kommst, vielleicht im nächsten Jahr nochmal. Mal sehen. Ja, vielen Dank, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war das FRM Regionalmagazin für diese Woche. Nächste Woche haben wir unter anderem tolle Bilder von der Sportgala des Kreissportbundes. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss, Ihnen eine schöne Woche und genießen Sie den Frühling. Tschüss, sagt Ihr Matthias Wagner.